Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade. Wo ist der Salz? Da! Da ist er. Den man Salz bestimmt, wollte er gar nicht hören, aber eine Viertelstunde lang erzählt, warum Jira das wichtigere Atlassian-Produkt im Vergleich zu Confluence ist. Und warum da Mike Cannon-Brookes damals, als ich ihm irgendwie 2014 in so einem Video-Interview fragte: Mike, musst jetzt eins auswählen, was ist dein Lieblingsprodukt? Und dann wandte er sich und wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Nee, hat er nicht geantwortet. Was hat er sozusagen drumherum geantwortet? Und dann habe ich ihm mal selbst gesagt, also ich würde das Confluence halt über Bord kicken und das Jira behalten. Obwohl ich selbst bei uns eigentlich eher so der Confluence-Vermarktungskerl bin. Also wenn Sie so im Internet gucken, ganz viele Videos, ganz viel Confluence. Das liegt daran, dass ich das Jira nicht so richtig verstehe. Deshalb darf ich heute auch nur am Anfang kurz was sagen. Da denken die, mache ich nicht so viel kaputt. Und ihnen, hoffentlich sind sie dann noch da, heute Abend noch was mit auf den Heimweg geben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir haben sozusagen einen ganz unglücklichen Termin, insofern als dass jetzt gleichzeitig irgendwie in Hamburg noch was anderes stattfindet, auch ein Atlassian-Event, und wir vor einem Monat eine Conference-Veranstaltung haben und dann am Anfang dachten, eieiei, das konkurriert ja alles miteinander, da kommt ja keiner. Da sind auch noch Ferien jetzt, ne? Genau, jetzt sind, weiß nicht, wer schon auf dem Weg nach Sylt ist, aber vielleicht, schön, dass Sie hier sind. Wir haben viele gute Gründe vorbereitet, warum sich das hoffentlich für jeden Einzelnen von Ihnen lohnen wird, heute hier zu sein. Und über die wollen wir ganz kurz sprechen. Genau, ja, einmal die Agenda ganz schnell im Überblick. Wir haben mal wieder tolle Speaker einfliegen lassen, in Teilen sogar auch. Andere kommen aus Wiesbaden, hatten eher einen kürzeren Weg. Aber Jens Schumacher werden wir gleich noch vorstellen, der den weiten Weg aus Australien auf sich genommen hat, um heute hier bei uns zu sein. Gerd hat auch noch zwei, drei andere Sachen zu tun gehabt, aber er ist heute hier, da freuen wir uns sehr. Wann warst du das letzte Mal bei uns? Vor einem Jahr, genau, super. Ja. Also sehr cool, wir haben sozusagen das Glück, dass der Jens aus Deutschland kommt. Das heißt, er kann seinen Vortrag auch in Deutsch halten. Und auch, dass er trotzdem diese immerhin 9 Stunden Zeitverschiebung und den ganzen Stress mit, wie lange war er unterwegs? Ein Tag vermutlich ungefähr, ja, auf sich genommen hat, um hier zu sein. Ist, glaube ich, ein Applaus wert. Vielen herzlichen Dank, Jens. Das ist ja eigentlich wie bei den Beamten, ne? Jetzt hat er seinen Applaus vor der Arbeit bekommen. Ja? Normalerweise ist es ja eher so, dass man das erst sollen die machen? Bekommt. Ja. Okay. Gut, als nächstes haben wir den Thorsten heute hier, die Spielerlegende, ja, von Kegon. Das muss ich jetzt vor Samstag. Komm, der steht schon, du musst jetzt einmal kurz aufstehen hier, Thorsten. Thorsten, komm, steh einmal auf, genau. Den weiten Weg aus Wiesbaden auf sich genommen hier. 5 Minuten ist er gegangen, genau. Ja, mit Kegon zusammen, der ein oder andere hat es mitbekommen. Wir haben eine sehr starke Kooperation auch im Bereich, was agile Skalierung angeht. Dort mit Agile Hive auch eine Lösung auf Basis von Jira etabliert und sind da eng in Kooperation. Und der Thorsten wird uns später was ein bisschen zum Portfolio-Management dann berichten. Gut, dann der Jan Kunscher, ganz hinten in der Ecke, kann auch mal kurz aufstehen, das ist ein Mitarbeiter von uns. Wird uns später ein bisschen was über Produkte, die wir in diesem Zusammenhang selber mit unseren Kunden gebaut haben. Ich weiß, dass in den Reihen auch der ein oder andere ist, der Agile Hive schon nutzt. Vielleicht kommen die auch dazu, den anderen von ihren Erfahrungen zu berichten. Ich bin in diesem Confluence-Bereich unterwegs, wie bei Linchpin auch, habe ich bei Agile Hive am Anfang erstmal ein bisschen verstehen müssen, was ist das eigentlich für ein Produkt? Was ist denn das, was die Kegons da den Leuten erklären? Warum braucht man das? Das ist doch nicht so schwer mit dem Scrum. Genau, das kann doch auch jeder. Und wenn man so ein bisschen klar denkt, da kann man doch so ein Scrum-Team bilden und damit auch erfolgreich Produkte bauen. Was brauche ich denn da jetzt noch so einen wasserfallähnlichen Aufsatz obendrauf, dass dann die... Und dann habe ich irgendwann festgestellt, da gibt es einen verdammt hohen Bedarf, insbesondere je größer die Unternehmen werden, desto wichtiger ist es auch, ein Framework zu schaffen oder irgendwie einen Rahmen, etwas, woran sich die Leute festhalten können, wo die aus der Welt, die in diesem Unternehmen herrscht. Und ich weiß zum Beispiel, bei Sokabau, da reden wir ganz häufig über Dinge, die sich vielleicht irgendwie verändern müssten, könnten, sollten. Und es gibt halt einen Status quo, den sich das Unternehmen nicht ausgesucht hat, in dem es jetzt gerade ist. Und von diesem Status quo wollen sie in eine andere Richtung kommen. Und das ist verdammt billig für mich als Geschäftsführer,
von einem Unternehmen mit 150 Mitarbeitern zu sagen, ach, ist doch nicht so schwer, das kriegt ihr schon hin. Und es ist halt viel besser, wenn man ein paar Werkzeuge hat, ein bisschen Verständnis hat, um einen sinnvollen Weg zu bekommen von seinem Status quo in eine Richtung, die vielleicht ein bisschen partizipativer ist, ein bisschen mehr mit Augenhöhe zu tun hat, die vielleicht ein bisschen weniger politisch ist, die vielleicht ein bisschen mehr Kontakt zum Kunden ermöglicht, die ein bisschen mehr sozusagen mich und meine Mitarbeiter nach außen in Marktnähe rücken lässt, wo müssen wir uns sozusagen mit Schmerzen beschäftigen, die unsere Kunden haben, nicht sozusagen Schmerzen, die irgendwie von innen kommen. Und irgendwann habe ich verstanden, das ist offensichtlich, das was, also der Jan, den gucke ich jetzt da an, weil der das bei uns sehr stark vorangetrieben hat, das ist offensichtlich was, was den Kunden echt wichtig ist, was denen wirklich hilft auch. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht, wenn Sie heute, wer hat denn schon mal was von Agile Hive gehört von Ihnen? Wer hat denn verstanden, was das ist? Okay. Das war immerhin fast deckungsgleich, ja? Ja, ein paar weniger, würde ich sagen. Ich hoffe, also mein betriebswirtschaftliches Ziel oder für das Unternehmen ist, genau an der, bei diesen beiden Fragen heute ein bisschen zu arbeiten. Ich hoffe, dass für Sie heute dabei rauskommt, war gut, dass ich hier war, sinnvoll investierte Zeit. Agile, auch wenn das heißt, Agile Hive interessiert mich überhaupt nicht und dieser Safe-Kram, den der Janning macht, auch nicht. Sollen Sie eine gute Zeit verbringen. Wir haben später ein Open Space geplant, nach dem Jan. Marktplatz-Themenwerkstatt haben wir das genannt, wo Sie Ihre eigenen Themen einbringen können, wo Sie sagen können, Freunde, alles schön hier mit der Skalierung, aber mich interessiert, wie ich in Jira den Mist endlich mal erledigen kann. Und da soll sich mal der Schumacher hinstellen und mir erklären, warum zum Donnerwetter die das nicht bauen. Der Jens wird in allen Sessions immer mit dabei sein, überall Rede und Antwort stehen. Nein, Quatsch. Aber das ist halt eine interaktives Format, wo Sie Ihre eigenes Thema einbringen können. Ich rate dringend, sich jetzt schon mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich aus diesem Teil die Sachen mit nach Hause, die ich brauche für meine Jira-Nutzung, für meine agile Skalierung, für die Themen, die Sie umtreiben. Und Sie können gerne auch ein Thema zu Conference Adoption oder politische Herausforderungen im Konzern aufmachen. Wenn sich da Leute finden, die mit Ihnen darüber diskutieren können, muss das mit Lassie nichts zu tun haben. Auch ja, also wir kriegen von Ihnen häufig die Rückmeldung, warum kommen Sie her? Sie wollen sich mit anderen Kunden auch austauschen und Sie wollen konkrete Hilfestellung bekommen. Und das ist eigentlich der elementare Teil, in dem wir das gewährleisten können. Wir werden dafür aber sorgen, dass Sie selbst auch Themen einreichen. Mal gucken. Ja? Bei Confluence hat es ganz gut geklappt mit den Confluence-Leuten. Mal gucken, wie das heute mit den Jira-Leuten klappt. Ja? Ob Sie genauso interaktiv und gewillt sind, hier mitzuarbeiten, Ihre Problemstellung einzugehen. Und dann werden wir gemeinsam dieses Board, das wir da vorne sehen, befüllen und insofern dann auch unsere eigene Agenda für den Nachmittag schaffen. 17:15 ist dann der gemeinsame Ausklang geplant. Und über den ganzen Tag hinweg gibt es entsprechende Verpflegung. Das Frühstück haben Sie ja hoffentlich auch schon genossen. Das bleibt auch noch ein bisschen stehen. Dann haben wir ein gesundes Mittagessen heute wieder organisiert, ja, dass man ein bisschen leichtgewichtig auch in den Nachmittag starten kann. Und am Nachmittag gibt es dann auch nochmal entsprechende Verpflegung. Wer während der Vorträge oder den Veranstaltungen später oder während der Pausen sich irgendwie langweilt, und ich hoffe tatsächlich, dass jemand diesem Aufruf folgen wird oder sich auch nicht langweilt, dass er einfach nur dafür interessiert. Da hinten in der Ecke, könnt ihr vielleicht mal ein Stück nach vorne kommen, das kann man sonst nicht und sehen. Alle nochmal so schön winken. Da stehen sozusagen der Erik, die Laila und der Leon und die betreiben heute unser Usability Lab. Das haben wir tatsächlich vor einem Monat das erste Mal gemacht und das war für mich eine der coolsten Sachen der Veranstaltung von vor einem Monat. Wir möchten gerne mit Ihnen heute User-Tests durchführen. Das heißt, dass Sie sich vor den Bildschirm setzen. Wir haben Aufgaben zum Thema Draw.io, Diagramme in Jira und in Confluence, zu Snapshot in DSGVO, muss ich auch noch was zu sagen. Also wir haben einen, wer hat schon mal so eine E-Mail von uns bekommen? Hallo, ihr müsst zustimmen, dass wir eure Daten speichern. Okay, ja, schon ein paar. Die anderen kriegen Sie doch irgendwann. Also und dann kommen Sie in so ein Portal und da können Sie dann sagen, löscht meine Daten und macht nichts mehr mit mir. Und das war sozusagen eine Reaktion auf gesetzliche Veränderungen, die eingetreten sind. Und die stützen wir mit einer Software. Das ist sozusagen auch eine Aufgabe, wo Sie uns Feedback geben können. Ist das was Sinn macht? Snapshot für Jira haben wir. Genau, und dann Autopage, was der Jan vorstellen wird, ist ein Jira-Plugin, das wir gebaut haben. Da hätten wir gerne, dass Sie von uns vorgegebene Aufgaben durchführen in einem User-Test. Und das ist für uns
eine der wichtigsten Funktionen, um zu verstehen, was können wir tun, um unsere Produkte besser zu machen. Wenn Sie zum Beispiel Agile Hive schon benutzen, dann, oder Autopage schon benutzen, dann ist das eine tolle Möglichkeit, uns dabei zu helfen, das Produkt zu verbessern. Also wenn Sie Zeit haben, sich langweilen, wie auch immer, gehen Sie sozusagen unauffällig da hinten in den Raum und machen Sie einen User-Test mit uns, das wäre super. Gesetzliche Vorgaben, Persönlichkeitsrechte, das ist eine öffentliche Veranstaltung. Sie müssen damit rechnen, dass wir, das, was ich jetzt sage, wird gerade aufgezeichnet. Das heißt, vielleicht kann man einen Teil vom Kopf vom Thorsten sehen, aber nein, kann man nicht, höre ich gerade hier. Also wenn Sie hier vorne durchlaufen, sind Sie auf YouTube. Zumindest während der Vorträge, während der Pausen machen wir das aus. Wo ist denn der Tobias? Da. Der Tobias schießt ein paar Fotos, vermutlich auch noch ein paar Mitarbeiter von uns. Wenn Sie das sehen oder auch nicht sehen, gehen Sie auf den zu, auf andere Leute zu und sagen, hier, sorry, ich möchte nicht fotografieren. Genau, Jimena, okay, vielleicht kannst du dich auch einmal kurz zeigen. Jimena ist auch eine gute Ansprechpartnerin dafür. Einfach kurz bei ihr melden und dann werden wir gucken. Wir nehmen das ernst und wollen auch gerne, dass sie uns das sagt. Wollen sie nicht sozusagen gegen ihren Willen irgendwie veröffentlichen. Das ist in gewisser Weise für uns eine Marketingveranstaltung. Insofern bitte ich da um ihr Verständnis drüber. Wir werden versuchen, das so gut wie möglich zu berücksichtigen. Ich weiß, irgendwie komischer Punkt, aber wir fühlen zumindest, dass aktuell das ein Thema ist, das man ansprechen darf und sollte in Deutschland. Es gibt zwei Klos. Richtig, genau. Wo wir auch schon bei Räumlichkeiten waren, Usability Lab haben wir ja schon angesprochen. Wir werden später bei diesem Open Space verschiedene Seitenräume auch noch verwenden. Aber der kleine Hinweis, in den Pausen, wenn wir die Tür aufmachen, dann gibt es vorne rechts auch nochmal Toiletten. Ja, also es gibt kein Need dafür, dass wir hier Schlange stehen, sondern einfach vorne dann nochmal im Gang rechts die Toiletten einfach mit nutzen. Und, also hier oder Gang runter, erst rechts. Gang runter, rechts, genau, richtig. Ja. Ja. Ansonsten, WLAN haben wir natürlich auch. Wer das noch nicht eingerichtet hat, einfach mal hier vorne nochmal auf den Zettel schauen, tools-for-agile-teams. Wer auf Social Media aktiv ist, kann mit dem Hashtag AEC Jira uns dabei helfen, nach außen ein bisschen was über das Event zu berichten. Und, haben wir mehr Folien? Und that's it. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ist mir eine sehr große Ehre. Ich hoffe, dass der Tag Ihnen gefallen wird. So, dann kommen wir zum nächsten.